Hallo, 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 hört ihr mich? Hallo? So, Stream starten. Ich habe kurz überlegt, ob ich was anhabe. So richtig chillig so. Erstmal so halb nackt von der Couch, so, boah, was geht? Hi, grüßt euch. Ich hoffe, es geht euch gut. Mir geht's auch sehr gut. Und meinem Internet geht's irgendwie kacke. Boah, das ist diese aggressive Energie, die mich einströmt, wenn das Internet nicht geht, ne? Naja. Aber es war ja schon mal ein Techniker hier, um zu sagen: Oh, nee, nix nicht. Wir machen nur woanders weiter. Okay. Aber. Oh, immerhin machen sie was. Ja, ich habe auf jeden Fall jetzt ein bisschen umgestellt, automatischer Server und ein bisschen die Leistung verringert und gerade habe ich grünes Licht. Ich hoffe, bleibt so. Ja. Ansonsten haben wir heute vor, wir werden ein bisschen in GeoGuessr reingehen. Und zwar ein paar Minuten auf jeden Fall. Gucken wir uns, dass ich meine Streak vielleicht wieder lade. Ich glaube, wir sind aber über 50 Länder in Folge richtig erraten. Und dann werde ich nachher mit Johnny Mario 3D World spielen, tatsächlich. Ja, ich habe es jetzt nicht hingelegt. Ich habe es aber eingelegt in die Konsole, immerhin. Ja, da gucken wir uns die Karnevals-Map an. Wird auf jeden Fall sehr spannend, weil ich glaube, wir haben es bestimmt schon wieder. Können wir es nachgucken? Ich guck mal direkt nach, wann wir das gestreamt hatten zuletzt. Ist bestimmt schon wieder 3 Monate her? Warte mal, wie sehe ich das denn überhaupt? Streams? Nee, Games wahrscheinlich. 3D World. Oh Gott. The_real_@8 ist 2 Monate dabei. Zweiter Monat, wuhu. ETA, Dankeschön. Vielen Dank für den zweiten Monat und danke, danke. 19. Dezember haben wir es letztes gespielt. Ist das echt? Als ob es so lange her ist. Oh, Gott. Am 25. März 2021, vor 1 Jahr, haben wir das Projekt begonnen. Uiuiui. Das ist ein paar Tage her. So, mein Stream ist wieder rot, ne? Hey Birdie, grüß dich. Ich weiß nicht genau, wie sich das auswirkt auf euch. Ich weiß nicht, ob ihr einfach nur so einen Ladebalken dann habt. Und dann läuft es nochmal weiter, sobald ich wieder sende. Oder ob ihr so ruckeln habt und mich dann gar nicht mehr hört zwischendurch. Also ich glaube, ihr seht alles nur halt verzögert, ne? Mit einem Delay von 30 Sekunden. Nice. Einfach nur Internet haben, was funktioniert. Die kleinen Dinge im Leben. Genau als du es gesagt hast, kam ein Ladebalken. Am besten auch so mit dem Standbild so. Dass ich so direkt den Ladebalken so berühre. Naja, wir werden einfach mal ein bisschen machen. Wenn ihr merkt, dass es zu krank ist, dann sagt Bescheid, dann kann ich noch ein bisschen weiter runterstellen. Dann erkennt ihr zwar nichts mehr, was ich klicke, aber hey, ich kann ja erzählen, was da steht auf dem Bildschirm. So, logge ich mich mal ein und dann geht's los. Achso, warte mal. Die Musik noch auf den anderen Bildschirm? Gutes Internet, sonst noch unrealistische Wünsche?
Ich habe es vorhin getestet und beim Test volle Leistung. Absolut perfekt. Ich habe mich schon richtig gefreut, ja. Und dann starte ich und dann sehe ich die ganze Zeit. Man sieht immer so einen grünen, gelben oder roten Balken und ich sehe einfach die ganze Zeit den roten Balken und denke mir so: Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Ongoing Games. 54 ist die Streak. Und ich hasse es. Ich kann es euch mal zeigen, warte. Boah, es ist hell. Oh nein, es leckt schon wieder. Warte. Das ist das richtige Fenster? Da. Boah, wie gerne ich Dark Mode manchmal hätte, ne? hier. Einfach der Delete-Button ist direkt neben dem Resume-Button. Schon wieder richtig gefährlich, ne? Kennen das. Podcast startet, Internet will nicht mehr und alles ist tot. Ja, am besten ist, aber immerhin lädt er manchmal so ein paar Minuten schon mal rein in den Buffer, ne? Kann ich leider nicht, ne? Wenn ich eine Sekunde Delay streamen möchte, ne? Das ist ein bisschen schlecht mit dem Buffer, ne? Okay. Also, für die, die es nicht wissen, GeoGuessr ist ein Spiel, wo wir auf der Web-Welt rausgelassen werden mit Google Street View. Und wir müssen entscheiden, wo wir gelandet sind. Ja. Und ich muss erstmal sagen, optisch ultra coole Gegend. Ne? Ruhr. Ruhr ist, ich glaube, im Französischen nennt man auch Ruhr eine Straße, oder? Naja, Irena Schuller. Klingt erstmal komisch für einen Straßennamen. Muss ich sagen. Hey, Altan, grüß dich, ne? Altan, erzähl mal. Du machst doch hier so nur Hit-Kram, oder? Wie stehen die Chancen bei Elden Ring für sowas? Und tut mir leid, falls du das schon 100-mal beantwortet hast oder so. Was ist das für ein Auto? Auf jeden Fall ist heiß da, ne? Oberkörperfrei. Warte mal, hier gucken wir uns den LKW hier nochmal an. Prado. Alter, das Auto ist robust. Yeah. Oh. Ein Argentinien-Trikot. Wie trägt er denn sein Shirt? Oh Mann. Jo. Ja. Wenn es warm ist, ne? An sich könnte man machen, aber konzentriere mich auf Dark Souls 1 No Hit. Aber es ist wahrscheinlich auch. Also Dark Souls 1 ist wahrscheinlich einfacher, oder? Ich glaube, Elden Ring ist halt ultra schwer, oder? Naja, wobei, man kann sich. Nee, glaube ich nicht. Man kann sich ja so ein bisschen hochschießen, wahrscheinlich. Einfach 500 Level machen und dann geht's los. Ah ne, es bringt ja gar nichts, wenn du Hit. Ist ja egal, wie viel Leben du hast. Aber ich bin so doof, ne? Kannst mit einer HP losziehen, ist egal eigentlich. Ich sehe schon, ich habe nur Hit verstanden. Dark Souls 1 ist chunky und die RNG ist heftig teilweise. Oi. Achso, ich soll mal ein bisschen darauf achten, was hier steht. Ich gehe mal hier runter zu dem Geschäft. Oh, ne. Sorriso, Lindo, Chiquito. Das ist auf jeden Fall nicht französisch. Internetseite wäre nice, ne? Ich muss ja mal merken, 4420 Frames verworfen. Ich muss mal gleich in 2 Minuten nochmal hingucken. Ich glaube, inzwischen geht's. Da jinx ich's. Santa Teresia? Mhm. So eine Häuser finde ich übrigens immer super cool irgendwie, oder? Aber wie cool es wäre hier oben so. Hey, hier ist mein Streaming-Raum. Ich habe 3 Fenster im Hintergrund und ist total überbelichtet.
Ist euch aufgefallen, ich habe beim letzten Podcast habe ich mein Fenster zugezogen, so wie heute. Damit es nicht so reinleuchtet. Aber ich glaube, es war gar kein Unterschied bei mir. Ich glaube, die Hintergrundbeleuchtung, also dieses Leuchten von außen nach innen, ist nicht so schlimm. Wobei, ich habe hier so ein dummes Bild, ne? Und das spiegelt dann immer so krass. So, hier wird doch wohl was stehen. Ja, das ist Portugiesisch, ne? Also Brasilien vielleicht. Das C und A sehen nach Portugiesisch aus. Ja, ich denke auch Portugiesisch. Aber irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass es Portugal ist. Ich habe erst das Gefühl, es ist Brasilien. .com.br. Wir sind in Brasilien. Aber will ich das schon eingeben? Bin ich so mutig? Brasilien. Ist eigentlich sicher, ne? Die Sprache, die Internetseite. Schon safe eigentlich. Problem ist nur, normalerweise würde ich immer sofort ein... Wow, das ist jetzt... Normalerweise würde ich sofort eingeben, aber ich habe halt einen Streak von 54, ne? Das will man nicht verlieren wegen dummen Fehlern, ne? Aber ich glaube, ist schon ziemlich sicher, ne? Aber schick hier. Würde mich mal interessieren, wo das genau dann ist. Auto-Elite. Okay, komm, wir gehen rein. Brasilien. Korrekt. In der Stadt Videira ist es. Mitten drin. Im Süden. DJ, dankeschön für drei Monate. Alles klar. SJ, der DJ ist 56 Monate dabei. Jo. DJ, danke für drei Monate mit deinem T56-Sub. Dankeschön. Aber warum sollte ein Brasilianer ein argentinisches Trikot tragen? Stimmt. Wir hätten skeptischer sein müssen, ne? Hatte mal auf Geotastic einen Streak von 50 plus, aber dann verkackt, weil ich dachte, Latvia ist Litauen, nicht Lettland. Ah, oh, hätte ich aber auch nichts gedacht, glaube ich. Aber Litauen ist Lituan oder irgendwie so, ne? Oha, Geschwindigkeitsbeschränker. Wir sind bestimmt in Deutschland. Warte mal, da war eine Fahne, oder? Ist das eine Fahne? Eine ganz schön kleine Fahne. Oh, wir sind nicht in Deutschland. Objekt Kronioni. Silver Security. Na, ich gehe mal weiter. Ich habe noch nicht direkt erkannt, was es sein soll. Studio Frisur. Polen. .pl. Ja. Piatek habe ich auch schon mal gesehen. Moment, das ist glaube ich ein Fußballer aus Polen, der so heißt. Oder? Egal, wir sind schon mal. Ich bin schon mal relativ sicher. Moment mal, wo sind wir denn hier? Also zur Erklärung. Normalerweise fährt Google mit Autos durch die Straßen.
Guck mal, da sind sie platt gefahren worden. Hä? Was macht der Dude? Ist der mit dem Fahrrad unterwegs? Ja, ich gehe mal schon mal auf den Polen rein. Weil ist schon relativ sicher, Polen. Na, kann nichts erkennen, ne? Aber, na, es könnte vielleicht die Klingel sein hier, ne? Wie komisch muss das für die Frau sein, wenn hier einfach so ein Fahrrad-Dude vorbeifährt mit so einer 360-Grad-Kamera, die er so in der Hand hält. Oder auf dem Fahrrad montiert hat oder so. Sprit war alle und Sprit ist teuer. Stimmt, ja. Das habe ich noch nie gesehen. Oh mein Gott! Ich warte kurz ab, bis der Leck weg ist. Shit, ey. Yo! Grand Croissants. Familienbäckerei. Die Kamera. Yo. Ja, sick, oder? Ist der Laden direkt hier wahrscheinlich, ne? Nice Eis. Ist das der Laden hier überhaupt? Der hier? Ja, ne? Ja. Ah, oh, das ist eine Familienbäckerei, ne? Das heißt, einfach die Tochter in so einen Anzug gesteckt und gesagt, stell dich mal raus und verteile mal die Zettel. Den will ich sofort aufessen. Oh, den? Ich dachte, wäre eine sie. Ist eine sie, ne? Alter, du alter Charmeur. Warum ist bei Parken so ein Briefsymbol? Achso, das heißt die Parkstelle, ne? Ist ein Parkplatz einfach nur ausgemalt, ne? Also, nicht ein Stück. Heißt es, dass wir hier nicht parken? Oh, man darf hier nicht parken, ne? Wo das steht, ne? Oder heißt... Ne, Moment, ich wollte gerade sagen, heißt es, dass nur ein Stück da parken darf? Aber wir sollen da mehrere aufpassen. Oh, wie unangenehm. Du sitzt irgendwo und dann fährt der hier einfach so mit seinem Fahrrad hier so vorbei, mit der Kamera oben drauf. Also ich hoffe mal, es ist ein Fahrrad. Nicht, dass er hier mit dem Motorrad, mit dem Motorroller hier so durchfährt. Oh! Ah, ne, ich dachte Polizei. Nein, nur Postbote darf hier parken. E.T., das glaube ich dir noch. Musst du das Land oder genau den Ort erraten? Ich muss nur das Land erraten. Also wir sind eigentlich mit Polen schon safe. Aber ich find's halt so interessant, dass man hier mit dem Fahrrad unterwegs ist. Und wollte es mal ein bisschen ausnutzen, mal ein bisschen hier rumgucken. Aber ja, Polen ist so ziemlich genau wie Deutschland, ne? Oder? Aber es könnte auch eine deutsche Hintergasse, sag mal so, sein. Außer das. Ist das eine Parklücke für Fahrräder auf der Straße? Mev ist quasi jeden Stream auf Weltreise. Das stimmt, ja. Ich weiß nicht, ich spiele Geoguessr einfach ultra gerne. Oh mein Gott, das ist Brasilien. Nein, nein, da lassen wir uns nicht drauf ein. Ja, wir haben hier mehrere Internetseiten gefunden mit PL am Ende. Wir gehen mit Polen. Das ist ja Krakau gewesen. Da war ich schon mal. Oder? Ja, ich war schon mal in Krakau. Ich war schon mal in der Stadt. Tatsächlich. Cool. Aber ich weiß nicht genau, wo ich war. Da
war ein McDonald's in der Nähe, das weiß ich noch. Ups. Huch. Die haben einfach Kaufland? Nein, einfach Kaufland. Frau Carter, grüß dich, na? Und Dankeschön. Urlaub gemacht oder jemanden besucht? Das war eine Klassenfahrt. Und, oh Junge. Oh shit, haben wir da viel getrunken. Frau unterstrich Carter ist 13 Monate dabei. Yay. Next. Danke, Frau Carter. Dankeschön. Ui, Mavestream Geogesser. Erstmal einen leckeren Krakau machen. Was ist denn ein Krakau? Klingt wie ein Donut. Kauft das einfach auch in Kroatien. Die sind überall in Europa. Ja, Kaufland ist auch eine ultra starke Firma, ne? Die haben ja auch, glaube ich, Lidl? Ich glaube, Lidl gehört zu Kaufland, ne? Oder Kaufland gehört zu Lidl? Einzel- oder gehören beides zusammen? Und Lidl gibt es ja auch überall in Europa, ne? Fliegst einfach nach Spanien, gehst einfach zu Lidl einkaufen. Oder zu Aldi. Aldi weiß ich gerade nicht. Aber Lidl auf jeden Fall. Aber ich glaube, Aldi ist auch in. Auf, also zumindest auf Mallorca ist Aldi auch. War noch nie im Kaufland. Irgendwie ist das im Norden nicht so viel. Echt? Ich dachte, die werden gerade im Norden verbreitet. Das finde ich interessant hier, das Gebäude. Und wir allgemein so schick hier, ne? Mit so Palmen und so. Ah, hier haben wir ein Schild. Aber ich finde, die Musik passt gerade super gut, ne? Vielleicht ein bisschen laut, weiß ich nicht. Muss ich mal sagen, aber ich finde, ich fühle die gerade richtig. Wundert mich, dass hier Sachen zensiert werden. Ich weiß nicht mal was. Ah, ist ja gut, das ist wahrscheinlich der Grund einer Zensur, ne? Dass man nicht weiß, was. Das hier sind so. Sind das. Ich würde sagen, das ist Fischzucht. Aber ein bisschen klein, oder? Da sind auch gar keine Fische drin, vor allen Dingen. Was könnte das sein? Eine Wasseraufbereitung? Das hier vorne auf jeden Fall deutlich klarer, das Wasser, ne? Als hier hinten. Fischfarmen. Lass ein Wortspiel sein. Krakau, Kakao. Ah, Kakao, sage ich auch noch. Irgendwie gibt es hier gerade Thailand-Vibes. Das, was zensiert, das muss Deutschland sein, ja. Philippinen oder Indonesien, Malaysia. Ja, ganz gut. In der USA haben die so Zoo-Shops, die haben immer so Becken. Ja, das ist nicht USA. Ich häng noch bei Need, ist mir. Ist das nicht Monster Hunter? Ist von Capcom, ist Monster Hunter 3, ja. Wir gehen mal weiter. Ich hab noch voll die Indien-Vibes. Aber ich weiß nicht wieso. Nee, Indien nicht. Mm-mm. Wir haben ja andere Sprache, die Sprache schon gesehen. Und das war ja nicht indisch. Ne? Oh, ganze Roller hier unterwegs. Hm? Ah, hier auch so eine Becken, ne? Ah, wenn es so richtig heiß ist und dann dieses Wasser plätschern, ne? Allein dieses Wasser plätschern, was das schon wieder für eine Kühle denn ausstrahlt. Ich hoffe, ihr seid vorbereitet auf den Sommer. Ich nämlich nicht. So. Also.
Jual Ikan Lele Sega. Das sind wahrscheinlich Karpfen, ne, oder? Die Währung erkenne ich leider nicht. Pro Kilo 18.000. Euros werden es ja wohl noch nicht sein, hoffentlich. Ist das Hawaii? Das würde mich überraschen. Aber wir haben halt diese Schrift, ne? Die ist nicht so typisch in Thailand und so, ne? Die haben alle ihre eigene Schrift, ne? Wir fahren mal hier auf der Straße hier hoch. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich gestartet bin, ob ich hierher komme. Aber ich glaube nicht. Unsere Buchstaben nennt man lateinische Buchstaben. Ah. Ich hatte die ganze Zeit arabische Buchstaben im Kopf, aber es sind arabische Zahlen. Weil arabische Buchstaben sind wieder was ganz anderes. Hier ist eine Karte, oder? Nee, ist auch nur Wasser. Auf jeden Fall ordentlicher Fischfang hier, ne? Das scheint so voll das Ding zu sein in der Gegend. Oder Fischzucht eher. RP. Ist das die Währung? RP? Dann ist es GTA 5. Ich mag sie, das Zensieren einfach super wenig bringt. Ja, ich weiß auch nicht. Zensur ist immer schlecht, auch wenn in Deutschland oder so. Wobei in Deutschland geht's, glaube ich. Ich glaube, da sind sie mehr hinterher auch, ne? RP war Indonesien, bin mir nicht sicher. Indonesien fühle ich aber. Wie könnten wir das genauer rausfinden? Wir müssten mal so... Eine größere bewohnte Gegend vielleicht, ne? Hier scheinen nur so Häuser zu sein, keine... Ja, wobei, die Geschäfte... Wir haben auch Geschäfte hier gehabt, halt die Fischer, ne? Die Fischzüchter. Ah, hier. Die haben alle nur so Telefonnummern, ne? Die nutzen gar kein Internet. Warum? Hier vielleicht? Es gibt einfach keinen Hinweis, ne? Oder ich erkenne ihn einfach nicht als Hinweis. Boah, hier kann man allgemein nicht viel... Ah, hier! Koparasi, Indonesia. Das ist schon mal ein wichtiger Hinweis. Zumal wir auch die Vermutung hatten. Indonesien ist hier. Boah, Indonesien ist so riesig, ne? Krass. Das ist richtig krass. Muss mal ganz kurz was gucken gehen. Warte mal. Ah ja, okay. Verdammt! Wo ist mein Fenster hin? Hä, ist ja witzig, ist gerade einfach verschwunden. Okay.
Ich hab schon wieder ein rotes Licht. Internet, bitte nicht, ey. Yoshi, danke schön. Grüß dich, ne? Kiyoshi unterstrich ist 57 Monate dabei. Pock ein Stream. Yoshi, grüß dich. Ah, mein Internet macht ein bisschen Stress, ey. Ich hoffe, ich hab mich schon. Ja, ich hoffe, ich hab mich so einen langen Delay. Sollen wir Indonesien einloggen? Ist schon recht safe, ne? Was ist denn das? Ist das eine Schaukel? Das ist eine Schaukel. Eine Wippe. Keine Schaukel. So, hier haben wir noch was. Keine Infos. Ja, wir nehmen Indonesien. Aber krass, dass sie hier so selten schreiben, was für ein Land das ist, ne? Da sind andere Länder ganz anders. Da hängen dann auch 1000 Fahnen draußen und so. Naja, streng genommen könnte man sagen, dass das hier die Landesfarben sind, ne? Korrekt. Wir waren in Tulungagun. Tulungagund waren wir. Nice. Next. 57er Streak schon. Oh nein. Oh damn it. Gott ist Gott. Ah ja. Wieder was gelernt. Stangen auf dem Auto, ganz wichtig. Stangen auf dem Auto? Was ist das denn da? Am Google-Auto? Wieso ist das wichtig? Ist es auch in Deutschland eigentlich so, dass überall Fahnen und so sind? Ich dachte, ich achte da nicht drauf. Nee, in Deutschland ist es auch nicht so. Außer es ist gerade WM. Aber in Deutschland steht halt überall .de, ne? An jedem Geschäft gefühlt steht die Internetseite. Ja. Aktuell schwer. Ich würde auf Afrika tippen, aber welches Land? Aber ist schon so sehr dschungelmäßig, ne? Hier hinten so. Was ist das denn da drinne? Alufolie? Ja, tatsächlich. So eine Plane oder sowas, ne? Die Sandstraße erinnert mich an Chad, aber es könnte legit was anderes sein. Könnte auch Kongo sein. Ja, finde ich schwer. Wenn auf Stangen von Google Autos Klebeband ist, dann könnte es eher Ghana sein. Alter, ich glaube, warte mal, habe ich das übersehen? Wenn man nach unten guckt, weil Stangen auf dem Dach heißt Afrika. Echt?
Oh shit, ey. Ich lerne hier noch Sachen. Hier sind Stangen, ne? Ja? Ne, warte mal. Ist das vom Auto überhaupt? Könnte sein, ne? Ja, ist unser Auto, ne? Wir haben Stangen. Und warum ist es nur in Afrika so, dass sie da so eine Stange haben? Finde ich ja ultra interessant. Ich kenne auf jeden Fall, bei GeoGuessr, es gibt manche Länder, ich habe leider vergessen, welches Land es war, die werden immer von Polizeikolonnen begleitet. Das fand ich auch super interessant. Aber ich habe leider vergessen, wo das war. Also hat mir nichts gebracht, dass ich es gelernt habe. So, ist das die Länderfahne? Hier steht auf jeden Fall sehr, sehr viel Kram. Schauen wir mal hier. Und atme ich eigentlich laut ins Mikrofon? Ich bin so die Strande heute am Mikrofon und ich bin auf Nasenspray-Entzug. Könnte sein, dass ich laut atme. Aber lieber laut atmen als das Zeug nehmen, ne? Hey, Wobbler, grüß dich. Wait, ist Linksverkehr? Nee. Kein Linksverkehr, ist Rechtsverkehr, ja. Hier eine Tankstelle. Super 320, ist ja fast wie bei uns. Es gibt nur Diesel und Super. Hier würde bestimmt was Interessantes stehen hier unten, ne? Können wir aber nicht reinzoomen so tief. Ich habe aber den Eindruck, Ghana ist eher reicher als andere Länder in Afrika, aber I don't know. In der Gegend ist ja auch oft so, dass Norden und Süden sich stark unterscheiden, was Einkommen und Lebensstandard betrifft. Könnte auch Senegal sein. Senegal. Würde es zu der Fahne passen, die ich vorhin gesehen habe, ne? Aber wir gehen noch nicht rein, natürlich. Noch so riskant. Ich hoffe, es gibt keinen Shortcut für abschicken. Nicht, dass ich aus den Enter drücke. Warum auch immer ich Enter drücken sollte. Hier. Dream Number. Win? Garnische Dollar? Wie sieht denn die Fahne von Ghana aus? Er sieht genauso aus wie die von Senegal, nur senkrecht, waagerecht. In Senegal spricht man Französisch, oder? Maybe. Aber hier steht Ghana, ne? The Apostolic Church Ghana. Ich würde Ghana jetzt erstmal denken, ne? Ich meine, warum sollte die Kirche so heißen, wenn sie woanders wäre als in Ghana? Warte mal, das habe ich irgendwie übersehen. Und hey Johnny. Wo hast du das geschrieben? Altern. Ach da. Oh Gott. Einfach eine Zelle drüber hast du es geschrieben. Ich hab's einfach übersehen.
Wolltest du ein Start werden? Was? Okay, krass. Warum fehlt denn hier der Reifen? Golden Supermarket. Hier könnte noch was stehen auf dem Schild. Wir gucken mal gleich. Hier können wir nichts erkennen. Ne? @gmail.com. Irgendwie so. Ich muss gleich mit Johnny in Call gehen. Dürfen wir nicht vergessen. 5 Minuten. Ich würde schon mit Garner reingehen wollen, oder? Ist natürlich ein bisschen risky, weil wir nur einen Hinweis haben. Hier. Societe Generale Garner, oder? Oh Gott. Das war korrekt. Wir waren in New Atuabo. Ja. Next. USA. Oh, hier ist Ende. Hier ist einfach Ende der Straße. Jetzt Google Auto gedacht. Ne. Ich kündige. Was ist denn für eine Hütte? Oha! Ich glaube, es war arabisch. Oder? Wie gehen wir es für den Autobahnschildern hier? Oh mein Gott! Tunis ist in Tunesien. Dann gucke ich mal, ob Bizerte in der Nähe von Tunis ist. Tunesien. Tunis. Das sehe ich gar nicht. Wie hieß es? Bizerte. Müsste ja in der Nähe liegen, ne? Ich bin auf jeden Fall erstmal safe. Wir gehen auf jeden Fall erstmal safe rein. Fahren wir mal Richtung Tunis. Wäre halt cool, wenn ich eins von den anderen Sachen hier finden. Was ist überhaupt Chaguya 1? Oh, vielleicht heißt es. Das hat vielleicht mit dem Flughafen zu tun. So nach dem Motto. Scheiße, wie heißt das? Wie nennt man das? Nicht Hangar 1, sondern. Da komme ich nicht drauf. Das ist also bestimmt ein Begriff. Ich hätte nicht viel lesen können hier, ne? Airport ist da vorne. Ich glaube, ich will zum Airport.
Da müssen wir geradeaus weiterfahren. Da ist er. So, Eroga Fred. So, Tunis. Wo ist denn dein Flughafen? Oh, Bizerte, seht ihr das? Oh, nice. Das wollten wir sehen. Ich würde trotzdem den Flughafen gerne noch finden. Der wird ja ein bisschen außerhalb liegen, schätze ich mal, ne? Hä? Man erkennt doch eigentlich den Flughafen auf der Karte ganz gut, oder? Aber ich erkenne gerade gar nichts Flughafenmäßiges. Vielleicht bin ich so weit rausgezoomt. Ach, hier ist Bizerte, die Stadt. Tunis? Tunis, Bizerte. Ja, ist Tunesien-Flagge auch. Ich glaube, die sieht so ein bisschen. Ja, hier unten sehen wir sie ja. Die sieht so ein bisschen aus wie die Türkei-Fahne, ne? Ähnlich. Ja, ich finde da den Flughafen gerade nicht. Aber wir sind auf jeden Fall super safe in Tunesien. In Tunis am Flughafen da. Oh, direkt drin in der City? Echt? Wo ist er denn? Ich bin aus dem Flughafen gekommen relativ schnell. Der muss doch hier mitten in der Stadt sein. Tunis Center. Da sind wir hingefahren in die Richtung, ne? Oh, hier ist die Botschaft von Deutschland. Und daneben ist das Mövenpick Hotel. Ah, hier ist er. Oh, direkt da drüber. So riesig, ne? Ja, hier sind die Landebahnen. Okay, wirklich, aber das war wirklich schwer zu sehen. Ja. Okay. Na gut. Ob wir noch einen schaffen? Ich weiß gar nicht, ob. Die 60 wäre natürlich noch stark, ne? Wenn wir die noch mitnehmen würden jetzt, ne? .org. Know what's below? Call 811 for your dick. American Red Cross. Sind wir in der USA? Da müssten wir relativ schnell eine Amerika-Fahne sehen, wollte ich gerade sagen. Ja. Ich denke mal, wir sind in den USA, ne? Winston County. Das traue ich mich nicht. Aber wir haben eine USA-Fahne gesehen. Das sieht sehr nach USA aus. Es ist die USA. Es geht nicht anders. Wie ist das Little System neu? Oh, sowas Ätzendes.